she's sweeter now than my wildest dream. Could have seen her, and I watch her slipping away. Though I know I'll be hunting high and low, high. There's no end to the length I'll go to find her again. Upon this, my dreams are depending. Through the dark, I sense the pounding of her heart next to mine. She's the sweetest love I could find. So I guess I'll be hunting Ich konnte dich nicht dem Iren überlassen. Ja. Ich konnte es nicht. Wie heißt du? Ich bin die Simona, ich komme aus der Schweiz, aus Zürich. Hallo Simona. Simona aus Zürich. Ich fand das sehr, sehr besonders. Es war gleichzeitig zerbrechlich, aber auch kraftvoll. Und es ist ein super anspruchsvoller Song. Das ist wirklich nicht leicht. Diese permanente Wechsel zwischen Bruststimme und Kopfstimme und so. Ich fand das wirklich sehr, sehr gut. Ich habe ein bisschen hin und her gehadert, weil ich es insgesamt ein bisschen oldschool fand. Natürlich liegt es ein bisschen auch am Song, aber mir hat so ein Funke, weiß ich nicht, Spritzigkeit irgendwie gefehlt, so ein bisschen Freshness. Ich glaube, das wäre das Erste, woran ich mit dir arbeiten würde. Aber es war ein besonderer und wunderschöner Auftritt. Vielen Dank. Vielen Dank. Also Hunting High and Low ist tatsächlich das erste Lied, zu dem ich geküsst habe. Ja, ohne Schmarrn, das ist die Wahrheit. Ich war in der Wohnzimmer von Brigitte, heißt sie. Und Hunting High and Low hat angefangen. Es war einfach der Moment. Und wir haben geküsst. Und natürlich war ich komplett überfordert erstmal, so wie jeder Junge. Aber das Lied hat einen Place, immer also einen Platz für mich im Herz. Und da hat es eigentlich das Schwere dadurch, dass ich dieses Lied so liebe. Und ja, du hast es super gemacht. Du hast es mit Herz gesungen. Und du hast mich gewonnen und ich würde mich freuen, mit dir zu arbeiten. Danke. Danke, danke schön. Ich habe halt jetzt nicht zu dem Song geknutscht zum ersten Mal, sondern ich habe zu dem Song vielleicht zum ersten Mal, keine Ahnung, was anderes zu mir genommen, außer Milch oder so. Oh. Weil, also, ich glaube, ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie als der Song gerade im Radio lief, habe ich zum ersten Mal so pürierte Karotten gegessen. So, weißt du? Das war im Wohnzimmer von Jelly Ray, habe ich da, Jelly Ray. Da abgehangen und dann gab es da Karotten und ja, Erbsen waren es, glaube ich, auch. Und der Song wird für immer einen Platz in meinem Herzen haben. Und du hast mich irgendwie total an einen wichtigen Moment in meinem Leben auch erinnert. Und dafür bin ich dir immer dankbar. Bin ich dir echt dankbar. Ja. Ja, ja. Also ich habe jetzt nicht so eine Beziehung zu diesem Lied. Ich muss sagen, ich kenne das nicht mal, dieses Lied. Das mag daran liegen, dass diese Musik mich einfach nicht von den Socken haut, diese Art von Musik. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber da ist bei mir nichts passiert, deswegen habe ich mich nicht umgedreht. Kein Problem. Okay, ich glaube, also, Simone, es ist Zeit zu entscheiden. Please put us out of our misery. Okay.
Kartoffelpü oder Herz? Knutschen oder füttern? Ist beides gut, ja. Marc, dich finde ich total sympathisch, lustig. Ray, von dir habe ich noch irgendwie vor 20 Jahren das Supergirl immer rauf und runter gesungen. Sehr gut. Ich, ich gehe fürs Knutschen. Yeah! Und wieder verliert Marc Forster ein Talent an die Konkurrenz. Freut mich sehr.